Also ich war das definitiv nicht, denn die Dame auf dem Foto hatte Disney-Ohren. Also, nein. Bitte, ist kein Disney-Fan, also kann das gar nicht sein. ja. Wechseln wir schnell mal das Thema. Willkommen zurück bei Brixco Wild, meine Lieben. Wir dokumentieren heute wieder mal den Einbau eines Riesenteils in die Lego-Stadt. Ein großes Lego-Teil, also ein Duplo-Teil und wie? Ganz richtig. Wir verschreiben uns jetzt, nein, wir verschreiben uns nicht Duplo. Ihr seht es schon, wenn ihr den Blick mal von Rita ein wenig nach links schweifen lässt, dann seht ihr das nächste Gebäude, welches heute hoffentlich in die Stadt einziehen wird. Es ist die modulare Baustelle vom Bricklink A4 Designer Program. Wir haben gebaut und zwar jede Menge in letzter Zeit. Es hat ein bisschen gedauert. Wir hatten wenig Zeit, dass die Sets rauskamen, aber jetzt wird ein Set nach dem anderen fertig gebaut Jetzt geht's rund. und fertig gemacht. Und wir wollen natürlich die Stadt so gut es geht hier jetzt damit verschönern. Mein momentanes Highlight von diesem A4 Designer Program Seriendingsbums. Sieht wirklich cool aus. Ich habe mir das schon immer gedacht. Und ich weiß nicht, auch euch gefallen diese Baustellen offensichtlich, denn unser Video mit, wenn ich da mal kurz rübergehen darf, wo wir diese Baustelle hier hinterm Einkaufszentrum hergezeigt haben, hat relativ gute Klicks bekommen. Bekommt sie auch noch immer jetzt, was sehr interessant ist. Und ja, Baustellen sind einfach mega cool. Viele davon werden vielleicht nie fertig, aber wir haben hier jetzt ein, ja, Hochhaus, welches im Bau ist. Und das wollen wir euch zuerst kurz zeigen, bevor es dann an seinem, ja, Platz einziehen wird. Wo wird es einziehen? Das ist die Frage, Das aber ist die dazu Frage. Wir haben kommen schon eine Idee, aber wir wir kommen gleich gleich. dazu. Wir haben hier ein wunderschönes Gebäude, meine Ja. Lieben. Es ist ein Modular-Gebäude, welches von dem architektonischen Stil her wirklich toll aussieht. Wir haben hier diese schönen Säulen, große Fenster. Und was mir besonders gefällt, ist, dass alles hier immer, je weiter man nach oben geht, um eine halbe Noppe versetzt ist. Das heißt, hier wird jede Menge Jumper Plates werden hier eingesetzt. Coole Details, auch coole Bautechniken. Es ist wirklich ein schönes Set. Ich frage mich zwar, was das werden soll. Ich glaube, es ist vielleicht eine Bank oder von irgendeinem Riesenunternehmen, die Zentrale, denn nach einem Ja. Wohnhaus sieht das ehrlich gesagt nicht aus. Nein, ich glaube auch nicht. Also wenn wir das mal drehen, wir haben hier abgesperrte Gehsteige. Zwei Seiten sind fertig. Hier diese Seite sieht sehr ähnlich aus, ist nur vom ja, von der Breite her ein bisschen weniger. Ist eineinhalb Baseplates lang und eine Baseplate breit. Also nicht ganz so einfach zu integrieren in eine Lego-Stadt, aber ich glaube, wir haben jetzt mal einen coolen Platz gefunden. Und genau, jetzt wird es interessant. Wir haben auf der Innenseite haben wir dann noch ein, ja, mehr oder weniger halbfertiges Haus. Was ich sehr interessant finde, Moment, ich schalte euch mal das Licht ein, ist, dass innen teilweise schon gefliest wurde. Ja. Aber wir haben hier jede Menge Sachen. Wir können auch gerne die obere Platte runternehmen, dann könnt ihr dann noch mal reinsehen. Hier so eine coole Baustellenleiter, jede Menge Krimskrams, Werkbank und. Also hier, ich Aber weiß gar nicht, eben wie viel Teile das Set hat. Über 3000, 4000, ich weiß es jetzt gar nicht. Jede dieses Menge auf jeden Fall. Stiegenhaus ist doch richtig, richtig cool. Also ich weiß nicht, ob wir schon jemals irgendein Haus hatten, wo es wirklich so eine durchgehende Treppe gab, weil normalerweise wird das ja nur angedeutet und dann mit Loch oben. Genau. Aber sieht richtig, richtig toll aus. Und was mir auch sehr gefällt, ist dieser riesengroße Baukran hier. Der ist zwar nicht ganz so groß wie der dort hinten, aber fast. Sieht auf jeden Fall auch total cool aus. Hat sogar teilweise ähnliche Teile verbaut. Hier werden sehr viele von diesen Supports-Paneelen verwendet. Und wir haben eine Leiter, die von unten bis ganz nach oben rauf geht. Das heißt, der Arbeiter hier kann hier raufklettern. Und was einfach cool ist, einerseits das Design hier mit diesen Gewichten hier und mit diesen ganzen Technikstangen. Hier ist sehr viel Technik verbaut. Übrigens hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Bauen. Und wir haben hier, wenn wir das mal zeigen dürfen, auch einen wirklich, mit einer Hand ist es ein bisschen schwierig, einen funktionierenden Kran. Wenn ihr mal seht, hier diese Toilette, die musste natürlich wieder dabei sein. Und das kann man auch nach vorne und nach hinten schwenken, ohne dass hier was passiert. Und Verzeihung, was das hier sein soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, der Kran kann das hier auch so aufheben. Okay. Es ist auf jeden Fall ein Ist da auch was sehr, drinnen? Oh sehr ja. schönes Set. Natürlich ist auch was drin.
Also der Aufbau hat mir sehr viel Spaß bereitet. Und wenn du das Set noch einmal, Frau Assistentin, um 90 Grad drehst, können wir vielleicht oben noch den oberen Teil runternehmen, dass die Leute noch reinschauen können, bevor wir es jetzt dann platzieren werden. Ich verschiebe hier die ganzen Bodenplatten. Man muss manchmal auch was zerstören, um Neues aufzubauen. Ich werde sicher ich glaube, den oberen Teil kannst du runternehmen. Hier, ja. Es ist die modulare Baustelle hier natürlich auch mit Betonmischer und hier ist jede Menge los. Ein Stockwerk tiefer sieht es dann so aus. Hier haben wir eine Werkbank und alles Mögliche an Arbeiten. Was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass hier wirklich diese vielen großen gelben Stützen eingebaut werden und das ist sehr, sehr massiv. Also ich glaube, da kann wieder mal ein Erdbeben kommen. Hier auch eine schöne Doppeltreppe, das habe ich noch nicht gesehen, so bei einem Lego-Set. Mhm. Überhaupt, es werden die Teile teilweise sehr verschwenderisch. Ich glaube, das kannst du auch noch abnehmen, dann können die Leute noch ganz nach unten schauen. Verwendet, viele Teile werden eingebaut, wo ich mir denke, wow, das wäre bei einem echten Lego-Set, das ist ja ein echtes Lego-Set, aber... Ich traue mich nicht. Ach, ich glaube, das geht nicht runter, sorry. Hier kann man nur, weil hier sind ja die Stützen, hier kann man nur so reinschauen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr tolle Teile. Hat sehr viel Spaß gemacht beim Bauen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal, ob wir das Set auch in unsere Stadt reinbekommen. Aber wohin? Also ich dachte ja, dass wir die Baustelle hier einbauen werden und habe mich schon riesig gefreut, weil ich mir gedacht habe, das passt doch perfekt bei oder neben das Hotel. Ich meine, die Hotelgäste sind arm, das ist klar. Aber ansonsten hätte ich das super gefunden, dass hier diese, ja, sagen wir mal, provisorische Baustelle wegkommt. Die ist ja wirklich eher mehr provisorisch als sonst irgendwas. Und dann diese wunderbare Baustelle hinkommt. Aber jetzt ist Christoph irgendwie auf einmal verschwunden und in eine Bauluke gekrabbelt. Und steht da drüben. Richtig, Freunde. Es kommt das Rad. Nein, es kommt nicht das Rad. Und eine Baustelle. Aber wir haben uns entschieden, jedenfalls für den Moment, und schreibt uns gleich mal, auch wenn wir gesehen haben, wie das dann aussieht, wie das dann werden wird. Wir haben uns entschieden, die Baustelle jetzt mal statt diesem Buchladen und Starbucks Coffeeshop einzubauen. Ich gehe mal hier rüber, dass ihr das besser seht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Set, welches ja immer wieder ein bisschen zwiespältig aufgefasst wird bei unserem Kanal. Die einen wollen Reviews davon, die anderen sagen, was wir für Vollidioten sind, dass wir ein geklautes Mock hier in der Stadt haben. Es ist so, das Set wurde ja damals bei Lego Ideas eingereicht und es wurde nicht genommen. Später wurde dann die Bauanleitung, ich glaube inklusive Teile, Inventar auf Brickshelf öffentlich gestellt und wir haben das Set dann mit Lego-Steinen nachgebaut. Zur selben Zeit hat allerdings ein chinesischer Hersteller, wir nennen jetzt den Namen nicht, das Set auch rausgebracht und ja, viele Leute haben sich das dann gekauft und wir haben das Set, wie gesagt, in originalen Lego-Steinen nachgebaut und trotzdem bekommen wir immer wieder Kommentare von Leuten, die uns schreiben, warum wir uns damit rühmen, eine Lego-Stadt zu haben, obwohl wir ja... Brauchst du einen Brick-Separator? Ja, ich glaube, da brauche ich einen Brick-Separator, bitte, Frau Kollegin. doch ein bisschen fester verbaut, als ich mir das gedacht habe. Oh, ich glaube, es geht doch so. Das hätte ich Ihnen geschossen. Wir werden jetzt mal dieses Set hier aus der Stadt entfernen und vielleicht passt es auch woanders hin. Ich hoffe, dass auch die Baustelle überhaupt hier jetzt hinpasst. Ich kann mir aber vorstellen, dass die hier ganz gut aussehen wird. Also ich bin gespannt. Ja, also dieses Set hier, wir werden ja auch immer wieder danach gefragt, warum wir nie ein Review oder was dazu gemacht haben. Das Problem ist, dass die Hater-Kommentare immer extrem, ja, nennen wir es präsent sind, wenn wir dieses Set auch nur in die Kamera halten. Ist ein schönes Set, aber es verschwindet jetzt mal, genauso wie wahrscheinlich in Zukunft auch mal das Gleiche mit dem Naturhistorischen Museum hier passieren wird. Aber jetzt widmen wir uns was Schönerem und zwar der Platzierung dieser Baustelle hier. Rita, unterhalt mal die Leute, das ist ein bisschen wackelig hier jetzt. Ich werde jetzt mal versuchen, irgendwo die Kamera zu platzieren, damit ihr das auch sehen könnt, wie wir das dann in die Stadt stellen. Aber dafür schalte ich euch jetzt noch mal kurz aus und suche mir einen Platz und dann geht's auch gleich schon weiter. Christoph ist jetzt noch am
Einbauen der letzten Teile rundherum. Ich glaube, der Gehsteig muss noch ganz fertig gefliest werden. Aber ansonsten, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber ich muss sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. So sieht das auf jeden Fall jetzt aus, meine Lieben. Wir haben das Set hier jetzt platziert, wie Rita richtig sagt, der Gehsteig und so weiter muss noch ein wenig angepasst werden. Ich habe es jetzt von außen noch gar nicht angeschaut, aber von Sieht innen cool sieht es aus. auf jeden Fall ganz cool aus. Die einzige Sache ist die, dass Ich gehe dieser wieder mal Bookstore rundherum. war zwei Baseplates breit und dieses Gebäude hier ist jetzt nur eineinhalb. Was aber auf der anderen Seite auch irgendwie nichts macht, denn dann haben wir hier jetzt wenigstens noch, wenn Rita rundherum kommt, sieht man das vielleicht. Wir hatten vorher hier schon so einen kleinen Parkplatz, wo übrigens so ein mega geiler Alpha-Team ja, Truck mit Anhänger und U-Boot drinnen gestanden ist. Der wird jetzt hier vielleicht sogar wieder hinkommen. So eine Art ein Hidden Secret unserer Lego-Stadt, weil ich ein großer Alpha-Team-Fan war als Kind. Den werden wir vielleicht hier sogar wieder einbauen. Und so sieht das jetzt natürlich aus. Ist ein bisschen noch Umbau, arbeitsmäßig, ja. Das war jetzt kein deutscher Satz, aber wir müssen noch ein bisschen was umbauen, das wollte ich sagen. Aber es sieht auf jeden Fall jetzt mal so aus. Und ich weiß nicht, Dritter, was sagst du, liebe Zuschauer, was sagt ihr? Passt das Gebäude hier hin? Ja, nein, besser, schlechter? Ich finde es gar nicht so Ja, schlecht. also der ursprüngliche Ort, wo wir es hinbauen wollten, dieses Set war ja eigentlich dort drüben, wo die neuen Modular Buildings stehen. Wobei dort kommt jetzt ja auch in einem der nächsten Videos hoffentlich der Jazz Club hin. Und das Set ist mit eineinhalb Baseplates Breite ein bisschen schwierig einzubauen. Und jetzt habe ich mir gedacht, das wird vielleicht Sinn machen, wenn das Set hier stehen würde. Gib mir noch vielleicht die Kamera kurz, dann kann ich den Zuschauern das noch von innen zeigen. Über die Monorail. Hoppala! Hast du was kaputt gemacht, Es ist Rita? nichts passiert. Es liegt zwar eine Stütze Ja, hier. so viel zum Thema, es ist nichts passiert. Von innen sieht das jetzt so aus, das Gebäude hier. Man sieht jetzt zwar nicht mehr so gut rein, aber das macht nichts, denn man kann nie von außen reinschauen. Und ich finde, ich hoffe, dass der Kran hier nicht zu ja, viel Aufmerksamkeit erregt, denn der Fokus soll ja trotzdem hier auf den Innenstadtbereich und die anderen Modular Buildings gelegt sein und nicht auf diesen gelben Kran hier. Kräne finde ich aber cool in der Stadt, sowohl den hier als auch den anderen großen. Vielleicht drehen wir den Kran noch ein bisschen in irgendeine Richtung, weil irgendwie ist er genau parallel zum anderen Ja, Kran, was ich ja ein bisschen komisch das ist wahr, finde. das können wir gerne noch machen, meine Liebe. Achtung, Jetzt das ist zwar das Klohäuschen hier ein bisschen, Klo. oh, kleiner Arbeitsunfall. Hier können wir nicht weiter nach vorne, aber das machen wir noch irgendwie, dass wir da am besten noch ja, ein bisschen Varietät in die Lego-Stadt Hoppala. reinbekommen. Ich finde das Oder Set auf jeden so, Fall ja, mega. das passt. Ja. Weil Sieht dann cool sind aus. sie nicht ganz parallel, sonst sieht das aus, wie wenn wir da ein Synchronschwimmen der Bricks Go Wild City Kräne haben. Ich glaube, das hat auch noch nie jemand gesagt, aber gut. Wie gesagt, hier ist nochmal dieser kleine Parkplatz. Hier werden wir uns anschauen, was wir noch machen. Das ist jetzt eine halbe Baseplate, 16 Bricks in der Breite. Wobei, wenn dieses Museum vielleicht auch demnächst nochmal wegkommt, aus denselben Gründen. Wir haben übrigens auch Leute, die uns die Sets gerne abkaufen würden. Also wir haben da jede Menge Möglichkeiten, auch wenn die nicht mehr in die Stadt kommen, irgendwie, oder sie kommen ins Archiv, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt noch ein bisschen Platz, vielleicht auch um die Baustelle momentan mal zu erweitern. Und dann schauen wir, wohin das Ganze führt. Wie gesagt, hier auf der anderen Seite ist ja beim Straßenblock, wo das große Einkaufszentrum ist, haben wir hier dieses naturhistorische Museum, welches ja innen eigentlich auch ziemlich geil aussieht, mit dem Park davor. Also da haben wir eigentlich jede Menge Platz, um uns noch ein bisschen zu verwirklichen. Und das freut mich sehr. Rita, Ja, was sagst mich auf du? jeden Fall auch. Ich bin schon gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, aber ich muss sagen, du wirst es ja dann sehen beim Rauskrabbeln. Es sieht auch von vorne sehr cool aus, weil es einfach stimmig ist von den Farben her mit den anderen Gebäuden. Also es ist besser, als ich erwartet Mach habe, mal muss ich einen sagen. coolen Abschieds-Shot hier, damit die Leute das Set nochmal sehen. Also ich dachte, mich Dich sehen sie eh die sehen. ganze Zeit. So sieht das auf jeden Fall jetzt aus und ich muss sagen, ich bin begeistert. Ja, ich auch. Definitiv, also es sieht schon echt cool aus. Ich dachte mir nicht, dass das so super wird, aber Christoph überrascht uns dann doch immer wieder. Vielen Dank. Ich bin schon gespannt,
was ihr davon haltet. Und auch von der Idee, dass wir das andere Gebäude auch noch weggeben, bin ich auch schon gespannt. Mal sehen. So viel auf jeden Fall zum Short Review dieser modularen Baustelle und zum Einbau in Wild City. Danke fürs Einschalten. Schreibt uns auch gerne, was ihr mit den Bricklink AFOL Designer Program Sets gemacht habt. Ihr habt euch ja jede Menge gekauft. Haben wir uns ja auch teilweise sogar Bilder zusenden lassen von euch, wie ihr die aufgestellt habt und so weiter. Das sieht auf jeden Fall megamäßig aus. Hier jetzt ein neues Gebäude in Wild City. Und nächstes Mal, schauen wir mal, was nächstes Mal kommt. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar größere Gebäude, die wir einbauen wollen. Müssen wir mal schauen. Es kann sein, dass Rita jetzt auch mal wieder was herzeigen möchte. Eigentlich ja, aber ja, was soll man dazu sagen? In dem Sinne, macht es gut, baut auch ihr eine Baustelle. Und falls ihr noch Ideen habt, vielleicht auch für unsere andere Baustelle, was wir da jetzt machen könnten, dann natürlich sehr gerne in die Kommentare, denn irgendwie bin ich da jetzt nicht ganz so zufrieden damit. Aber gut. Wir werden uns das einfallen lassen oder ihr euch und ihr schreibt es uns dann. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder in einem neuen Baustellen-Update. Wir werden sehen. In dem Sinne, tschüssi! Schönen Tag und tschüss!